nur ein bisschen lauter machen, weil wir es eben auch aufnehmen wollen. Ja. Eigentlich sollte Pressestelle kommen, das hat aber die haben im Moment auch so viel zu tun. Ja. Und jetzt haben wir versucht, weil ich habe ja schon mein Stellvertreter, der Walz Liemke. Das ist der Kameramann. Das ist der Kamera sozusagen, der die technische Support, Allround-Kraft und hauptamtlicher Pädagoge der Volkshochschule Eschweiler. Okay. Und schön, dass Sie Zeit finden. Damit zeigen Sie auch hier sich mal zu gucken, was macht die Volkshochschule. Hier ist das Alpha-Mobil-Thema, ja. Alphabetisierung, Grundbildung, dass Sie Zeit finden, um hierher zu kommen und auch unsere Fragen zum Thema Weiterbildung, Volkshochschule zu beantworten. Dafür vielen, vielen Dank. Ganz gerne, selbstverständlich. Natürlich bin ich gern gekommen. Dankeschön. Ja? Und es ist so, ich lese die Fragen ab, damit für alle die Fragen gleich sind. Chancengleichheit. Ja, genau. Sonst bastle ich da manchmal nämlich noch was rein, was dann nicht so in Ordnung ist, glaube ich. Aber so habe ich dann mein Raster und dann kann ich mich wunderbar dran halten. Wir kommen da durch, das schaffen wir. Wir schaffen das. Ja. Alles klar. Haben Sie selbst in Ihrem Leben ganz persönliche Berührungspunkte mit einer Volkshochschule und im Besonderen mit der Volkshochschule Eschweiler schon gehabt? Ja, genau, nicht nur mit einer Volkshochschule, sondern mit der Volkshochschule Eschweiler. Ja, mehrere Berührungspunkte habe ich gehabt. Ich habe einige Abendveranstaltungen besucht, Vorträge, gerade zum Thema Drittes Reich, Nazizeit, Geschichte, Historisches, Reiseprojekte, die vorgestellt wurden. Dann habe ich mal einen Italienischkurs angefangen, leider nicht zu Ende führen können aus Zeitgründen. Aber die Chance gibt es vielleicht demnächst nochmal wieder, das zu machen. Für Einsteiger ganz klein einfangen. Und ich habe einige Kinder, Jugendliche, die bei mir Gitarrenunterricht nehmen wollten, an die Volkshochschule verwiesen, weil ich das Zeitgründen nicht leisten konnte. Und ich denke, dass mit Erfolg haben die ihre Gitarrenkünste erlernt. Wunderbar. Ja. Ja. Dann die Volkshochschulbewegung ist im letzten Jahr 100 Jahre alt geworden und auch die Volkshochschule Eschweiler hat ihr 100-jähriges gefeiert. Wenn man so 100 Jahre Volkshochschulbewegung sieht, welche Meilensteine würden Sie da so für sich persönlich sehen? Also ich finde natürlich die Gründung 1919 überhaupt zu sagen, dass Bildung nicht mehr von oben kommt, sondern dass Bildung eine Sache für die breite Masse ist und nichts mit Geld, mit Herkunft, mit diesen zu tun hat. Diese Grundidee, finde ich, das war eigentlich der Meilenstein und die Idee Bildung für alle. Das, finde ich, war der Meilenstein überhaupt. Natürlich gab es dann Einschnitte durch die Nazis, als die Volkshochschule, die eigentlich unpolitisch war, politisiert wurde, ideologisiert wurde. Und dann die Befreiung 45, der zarte Neustart, der dann aber wirklich erfolgreich war. Für mich ist eine ganz große Geschichte natürlich dann die 60er Jahre, als man sagte, komm, die Volkshochschule muss sich ändern, wir müssen uns der Zeit anpassen, wir müssen sehen, was die Menschen heute brauchen an Bildung, an Unterricht, welche Themen sind gerade so, dass wir da anpacken müssen. Da eben das gerade zu der Zeit, als viele Gastarbeiter kamen, Italiener, Griechen und so weiter, Spanier, wo man dann sagt, komm, die Menschen müssen integriert werden, die wollen integriert werden und wir bieten es an, die Sprache zu erlernen, weil eben Sprache der integraler Bestandteil eines Zusammengehörigkeitsgefühls auch ist. Ich denke, das war ein großer Teil in der ganzen Sache. Und dann auch später in den 90er Jahren die Stellungnahme der Volkshochschulen, die dann sagten, wir sind demokratisch und wir stehen zu den Werten, die wir haben, als eben diese Übergriffe waren, damals in Höxter oder in Höxter war das. Und dann zu sagen, Solingen, ja, das heißt, wofür steht die Volkshochschule? Die Volkshochschule steht ganz eindeutig für eine Überparteilichkeit, die steht für demokratische Werte, sie steht für das, was die Gesellschaft in der Breite ausmacht. Ich denke, das war ein ganz starkes Zeichen, was da geschehen ist. Danach gab es natürlich die Anpassung, das wissen Sie viel besser als ich, immer an den Zeitgeist, an neue Anforderungen mit der Flüchtlingswelle, Flüchtlingskrise oder dem Thema 2015, vielleicht jetzt falsche Begrifflichkeit, das wissen, was ich meinte, als eben viele Migranten nach Deutschland kamen und dann ist eine große Aufgabe wurde, das ist der Standort unter anderem auch heute hier, glaube ich, die Sprache wieder zu vermitteln, um da den ersten Schritt in unsere Gesellschaft zu machen. Gleichzeitig denke ich mit der Sprache eine Wertevermittlung, zu sehen, wie funktioniert Deutschland, wie komme ich hier an, das geht nur über Sprache, über Kommunikation, und das ist die Volkshochschule durch ein ganz eminenter Faktor in dieser Geschichte. Die dritte Frage.
Frage bezieht sich gerade auf das Thema heute, zum Thema Grundbildung. Das Alpha Mobil ist hier, Sie haben es eben auch schon ein bisschen angedeutet. Wobei, wenn hier die 6 Millionen Erwachsene stehen, dann handelt es sich um den, bei den 6 Millionen tatsächlich um Deutsche. Und deshalb meine Frage, wie sehen Sie die Zukunft der Volkshochschulen auch als Anbieter von Grundbildung, Alphabetisierung in der vielfältigen Landschaft und im Markt der Weiterbildung? Ja, vielleicht muss ich ja an der Stelle ein bisschen ausholen, wenn wir die Zahlen haben, diese dramatischen 6 Millionen Dunkelziffern nicht bekannt, und ich aber sehe, dass viele dieser Menschen das Schulsystem durchgangen haben, unser Schulsystem, das wir haben, wo ich dann sage, das Schulsystem und die Politik haben da versagt an der Stelle, ganz eindeutig. Dann am Schluss kommen diese Leute, nicht am Schluss, ist Unsinn, die Leute haben dann die Möglichkeit, wie Volkshochschulen diese Alphabetisierung und diese Grundkenntnisse zu erlernen. Dann kann es nicht sein, dass die Volkshochschule am Ende bewusst ausbaden muss, was vorher versäumt worden ist. Die Arbeit ist großartig, die Volkshochschulen machen, nur müssen wir auch dann von der Volkshochschule zurückgucken. Wo werden dann die grundlegenden Fehler gemacht und wodurch wird dann die Volkshochschule in einer gewissen Weise belastet in ihrem Tätigkeitsfeld oder eingeschränkt und muss da Angebote schaffen, um in Lücken reinzugehen. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Die Arbeit ist grundlegend wichtig, gerade im Alphabetisierungsbereich. Nur müssen wir, denke ich, den Bogen da wirklich weit spannen und die Volkshochschule, falscher Begriff, vielleicht aus der Schusslinie nehmen etwas, da die Arbeit dann machen, erledigen müssen, die vorher eigentlich längst hätte getan werden müssen. Dann das Thema Digitalisierung ist ja jetzt auch aufgrund der Pandemie in aller Munde. Also die Bildungs- und Lernwelten erleben schon seit einiger Zeit und jetzt durch die Corona-Pandemie nochmals verstärkt einen digitalen Wandel. Wo sehen Sie die Volkshochschule und Ihr Angebot in diesem Digitalisierungsprozess? Ja, dieser Prozess hat ja schon vor einigen Jahren oder Jahrzehnten im Prinzip begonnen. Er lebt jetzt durch die von Ihnen angesprochene Corona-Krise eine Hochzeit, eine Konjunktur, weil wir merken, es kommt für keinen Weg vorbei an der Digitalisierung. Wir haben da, ich bin ja noch ein Kind, wie Sie wahrscheinlich auch, des Frontalunterrichtes in der Schule, wo der Lehrer vor einem stand, was heute in der Volkshochschule auch natürlich auch noch geschieht, was für mich im Prinzip die ideale Form des Lernens ist, weil sie interaktiv ist, soziale Komponenten mit einbezieht und weil an dieser Stelle auch wirklich ganz individuell auf die Menschen, auf den Lernenden von Lehrer-Lernender-Beziehung eingegangen werden kann. Ich sehe die Volkshochschule da natürlich in einem ganz großen Feld arbeiten, was auch nötig ist, denn die Digitalisierung schreitet vorwärts, voran und die Zukunft wird in diesem Feld liegen. Die Frage ist natürlich, welche Gewichtung bekommt die Digitalisierung bei der Hochschule? Wie ist die Gewichtung zu dem normalen Unterricht, zu dem Unterricht, der in einem Art Klassenverband, in dieser direkten Ansprache stattfindet? Weil ich denke, es gibt viele Angebote, die müssen wir ausnehmen von der Digitalisierung, weil sie einfach nicht digital funktionieren. In dem digitalen Feld selbst müssen auch die Volkshochschulen so ausgestattet werden, um eben diesen Unterricht zu gewährleisten. Die letzte Frage zählt zu dem Thema Strukturwandel. Der Strukturwandel wird vor allem natürlich auch die Menschen treffen. Und da so unsere Frage, können Sie sich ganz konkrete Angebote vorstellen, die die Volkshochschule anbieten kann, damit die Menschen diesen Strukturwandel meistern können? Ja, ich sehe da flankierende Angebote der Volkshochschule. Weil es ist so, alle die Menschen, die demnächst oder jetzt schon vom Strukturwandel betroffen sein werden, die verfügen über Kenntnisse. Die haben meistens einen Beruf, die haben eine Ausbildung oder ein Studium, worauf man aufbauen kann. An diesem Feld, denke ich, da kann die Volkshochschule ganz stark anpacken. Die kann an dieser Stelle Leute abholen und das Angebot entsprechend erweitern und in das Feld der beruflichen Weiterfortbildung mit hineinzugehen. Also da ist ein ganz großes Betätigungsfeld von niederschwelligen bis sehr hochqualifizierten Angeboten, die man da geben kann. Ja, vielen Dank. Dann haben wir jetzt unsere Antworten bekommen auf die Fragen, die wir zum Thema Weiterbildung und Volkshochschule hatten und möchten uns auch ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie alle Zeit gefunden haben und das finde ich wirklich eine super Sache und dafür nochmal an alle ganz herzlichen Dank. Die anderen sind schon wieder auf die nächsten Punkte. Ihr seid ja, glaube ich, heute den ganzen Tag unterwegs. Ja, das sind noch 10 Tage bis zum Stichtag und dann genau. Die Zeit ist
prall gefüllt. Genau, bis dahin viel Glück und bleiben Sie gesund. Ja, danke Ihnen, war mir ein Vergnügen.